Hallo, herzlich willkommen bei der weiteren Folge. So, Nachforschungen mal wegtun. Aber dafür gehen wir hier hoch. Und da ist auch noch der Ruf. Enthüllt die Geheimnisse. Okay. Okay, das ist bloß nur. Ja. Diese Isus-Geheim-Ding. So. Soll ich mal ein bisschen was essen? Ich dachte schon, dass der eine hier pinkelt und voll daneben. Eieiei. So. Ist okay, der hat gut gebrüllt. Das dauert jetzt. Da bin ich teilweise mit dem Fuß ein bisschen schneller. Ohne Scheiß. Da bin ich echt zu Fuß ein bisschen schneller. Das iranische Kloster entdeckt. Gab's einiges hier zum Plündern. Und ein Buch ist hier in der Nähe. Synchronisieren. Kommt aber, wie weit der Buch ist. Ist eigentlich gleich hier. Heiliger Vater, weise mir den. Zeige mir alles. Ist unterirdisch. Aber das machen wir dann, wenn wir die Geschichte von Bagdad gemacht haben. Worum trauerst du, dass du deinen Gott so offen anrufst? Ach, vielleicht wurden meine Gebete erhört. Hilfst du einem demütigen Mönch, einem Toten Respekt zu erweisen? Für einen Mönch bist du gut bewaffnet. In meinem früheren Leben war ich ein gewalttätiger Mann, der nun im Dienste Gottes Buße tun will. Doch ich gebe zu, manche meiner alten Fertigkeiten halfen mir, sein Werk zu verrichten. Ich respektiere einen Krieger, der eine höhere Berufung fand. Was suchst du? Einen heiligen Mann in einem älteren, überwucherten Grab. Doch ich kann die Grabinschrift in eurer Sprache nicht lesen. Das sollte nicht schwer sein. Mal sehen, was ich finde. So. Benedikt der Dunkle,
Ein Mann mit großem Appetit. Ich glaube nicht, dass die Christen Völlerei gutheißen. Völlerei. Es muss ein sehr altes, überwuchertes Grab sein. Sehr altes und überwuchert. Okay, da ist eine Truhe. Okay, Wurfmesser. Das einzigste altes und überwuchert ist der hier. Theodor der Kühne. Dem nichts heilig war, der jedoch stets konsequent handelte. Für manche wohl bewundernswert. Doch das klingt nicht nach einem Heiligen. Okay. Das ist schon ein bisschen neu, etwas neuer überwuchert. John von Shiraz. Er verspielte mehr, als er gewann, doch sein Gewinn teilte er immer. Ein großzügiger Mann, aber niemand, den man verehrt. Nee. Leo der Erleuchtete. Seine Weisheit wurde nur von seiner Frömmigkeit übertroffen. Ah. Das ist einer, dem Ehrerbietung gebührt. Mönch, ich glaube, hier ist dein Heiliger. Gelobt sei Gott. Ich muss die Gebeine entnehmen, bevor man uns entdeckt. Ich dachte, du wolltest Respekt zollen und kein Grab plündern. Ich plündere es nicht. Seine Gebeine gehören der Kirche und tun unter den Gläubigen mehr Gutes, als wenn sie tief in der Erde verrotten. Wenn deine Kirche einverstanden ist, urteile ich auch nicht. Nur das Urteil des einen zählt. Und ich vertraue darauf, dass er uns vergeben wird. Hey! Unterlass das! Leider sind die Männer des Kalifen nicht so nachsichtig bei unerlaubten Graböffnungen. Erklärt euch, widerliches Lumpenpack, oder sterbt! Sie sind schlimmerer Vergehen schuldig. Gott vergib mir. Doch manchmal ist Gewalt der einzige Weg. Darin sind wir uns einig. Gott vergebe dir. Verdammt, heißt du! Schöner Treffer! Du bist nicht in Form! Dein Wille geschehe! Blute! Bitte um Gnade! So, und jetzt? Es gab keinen anderen Weg. Solche Männer verstehen nur Gewalt und eine harte Hand. Du hast Gottes Willen getan, mein Freund. Sicher segnet er dich mit Glück. Ich diene einer anderen Berufung. Aber zusätzlichem Glück bin ich nicht abgeneigt. Heilige Mission. So, jetzt, ich hoffe, diese Geheimgang runter geht zum dem Buch. Werden wir dann gleich sehen. Da hinten ist auch eine Truhe. Wieder ein Rätsel. Kann ich das ranziehen? Ja. Yep.
einsammeln. Okay, jetzt kann man wahrscheinlich unten da durchgehen, wo ich vorhin da frei gemacht habe. Und noch ein Buch. Ah. Und ein weiteres verlorenes Buch entdeckt. Verlorene Bücher. Du hast ein weiteres verlorenes Buch, der wertvoll ist, um einfach mitzuhören zu tragen. Bringe. Yep. So, jetzt bin ich wieder da. Sei meine Augen, Enkidu. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Bett schaue, müsste ich... Okay, hier müsste noch definitiv noch irgendwo ein Buch sein, theoretisch. Dann machen wir den nächsten Sklaven. Töte den Sklavenhändler. Hamza hat es schon wieder getan. Heute Morgen hat er den Neuen gehänselt und sein Essen gestohlen. So. Das ist der Ort. Mit Feuer töten. Geh auf Erkundungsflug. Okay. Da haben wir. Da sind auch. Da waren wir auch schon mal. Ja, da waren wir auch schon hier mal. Ich habe mein Ziel entdeckt. Upp, bin schon weg, Kumpel. So. Als hab dich! Verdammt! Jetzt stirbst du! Ja! Hey, was? Was? Moment! Sich mit diesen faulen, unnützen Sklaven abzugeben, ist wirklich anstrengend. Es ist vollbracht. Elegant war das nicht. Ich sehe dich. Gleich zwei Stück hier.
Das leider tun. Das Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Weil ich ja so altbekannte Gegner bin. Ich muss die loswerden. So. Hier zu holen. Das war wahrscheinlich nicht klug. Okay, zeigt mir nicht auf, was ich genommen habe. Auch gut. Die Wachen werden gut aufpassen. Zack, weg damit. Und nochmal Münzen. Wir werden bezahlt, um rumzustehen. Kenne ich irgendwoher. Eingeweihte. So. So, schauen wir mal. Ja, stimmt, weil wir eigentlich noch die Splitter eigentlich ein bisschen mal einlösen. Die wir gefunden haben. Ich weiß nicht, wie viel Splitter. Oh, der nächste Buch. Wie viel Splitter wir eigentlich sammeln müssen. Das ist es. Vor uns kann sich nichts verstecken. So, dürfen wir den Kontaktmann. Der ist oben. Bürger, seid Zack. Gewarnt, dass ein Kobranest reißend vor unseren Stadttoren zu schaffen hat. Ein seltsamer Treffpunkt. Hast du die markierten Münzen? Sie warten am Damaszener Tor auf dich. Was? Soll das ein Trick sein? Kein Trick. Ein Rennen. Ich glaube, ich bin schnell genug, um jemanden deines Rufs zu überholen. Wir sehen uns am Tor. Ich sollte die Münzen am Damaszener Tor holen, bevor es ein anderer tut. Aber wenn ich Glück habe. Scheibenkleister. Guter Einsatz. Aber egal wie laut der Wind heult, den Berg vermag er nicht zu bewegen. Heute hattest du Glück. Morgen vielleicht nicht. Das war haarscharf. Ich habe die Münzen. Jetzt muss ich mich sputen und sie ausliefern. Kann ich da durch? Ach, verdammt. Münzen bestechen und Gruppe hinter mit einer Handelsmünze, dann ist die Durchmischung. Okay. Das einzige Möglichkeit, da hinten hochzuklettern.
Und der nächste Splitter. Headshot. Okay, da kann ich auch nirgendwo rüber gehen. Das ist jetzt ein bisschen mies. Hat er genau beim Aussichtspunkt. So klettern rüber. Nee, sieht echt miserabel aus gerade. Sind wirklich nur 200 Meter entfernt. Schaden bekommen, aber das ist mir gerade nicht so wichtig. Bei unserem Glück müssen wir morgen einen Misthaufen in Katrapul bewachen. So. Ich schätze deine Hilfe, aber du bist spät dran. Bitte beeil dich nächstes Mal ein wenig. Ja, ich versuche mein Bestes. Das nächste Mal. Oh, gleich vier Stück. Oh. Jetzt weiß ich nicht, wo der Splitter-Typ da jetzt war. Nee, doch. Sehe ich ihn noch. Aufträge und noch mehr Aufträge. Wichtige Orte entdeckt. So, jetzt haben wir den letzten, also eins von zwei. Ein Mitglied von Athiab. Dank dieser Scherbe werde ich die Geheimnisse dieser Kammer bald lüften können.
Heute stirbt! Ich sollte eine Verwendung für all diese Scherben finden. Kommen wir noch viel, viel Scherben das sind, wie ich schon vorhin da gesagt habe. Das ist die große Frage jetzt. So, das ist der nächste Auftrag. Nee, das ist in der Bruderschaft. Auftrag. Finde den Buchwart. Okay, Eingeweihte. Da muss ich auch noch machen. Dann hoffe ich, ist der letzte. Nee, doch, da ist auch noch Münzen und Dolchen. Hey, wie viel auf der wird denn angenommen? Sei es rum. Machen wir die hier. Okay, 10 habe ich jetzt eingesammelt. Machen wir schnell eine Reise. Schön, dass es schon eine Sonne schon mal runtergeht. Schön, dass die Flamingos weggehen. Oder wegfliegen, eher gesagt. Aber schon komisch, dass halt diese Isus-Tempel untergegangen sind. Aber unter den Felsen? Gesammelte Scherben, 10 von 10. So. Aber erstmal gehen wir hier links rüber. So, ablegen. Ausgezeichnet. Die Scherben bewirken etwas. Womöglich brauche ich mehr. Linde. Schatz geborgen. Das Samsama. Okay. Jetzt gehen wir darüber. So. Haben wir den Schwert. Samjir Sam Ortega. Und der letzte. Der uralte Ort von geschlossen. Truhe plündern. Milats Montur. Schatz geborgen. So. Und nun haben wir jetzt alles. So, schauen wir mal beim Inventar
mal nach. Oh, erfolgreiche Luftattentaten lösen einen Blitzschlag aus dem Umstehende in einem Radius von 15 Meter wird. Sieht mal richtig schick aus. Blutpreis. Die maximale Gesundheit wird um 50% gesenkt, aber der Schaden um 50% erhöht. Okay. Das hat 78 Schaden, das gefällt mir besser. Foto machen. So. Das heißt, wir haben die Scherben geholt. Oder wie schon das ISOs, aber die Rüstung sieht mal richtig mal cool aus. Und dieser Fall ist jetzt nicht mehr da. Wenn ich schon in der Nähe bin, kann ich gleich den einen Aussichtspunkt gleich mitmachen. Schön Blut. So, markiere ich mal den Ort noch einmal. Aussichtspunkt erreicht haben und Singo gemacht haben, dann beende ich mal die Folge. Yalla! Bin gar nicht mal so auffällig mit dem Rüstung hier. Gar nicht auffällig. Immer noch ein Stückchen weiter, ey. Ich habe doch synchronisiert. Doch.
Oder Leute, habe ich doch synchronisiert, oder? Ich falle besser nicht auf. Jetzt halt es ein wenig, wenn ich unter der Maske rede. Werden die denn neu aufgefüllt oder täuscht mich da? Glaube ich, das täuscht bloß, glaube ich. Jetzt habe ich synchronisiert. Und ein Artefakt ist jetzt auch hier. Und ist auch der letzte Artefakt hier. Glaube ich, mache ich schnell. Da ist auch mein Pferd. Nach dass du wegkommst. Und erfolgreich. Dann kletter ich mal hoch. So, jetzt wird gespeichert. Und das heißt so immer, so wie beendete Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, Leute. Wir sehen uns. Bis